Hoi, liebe Kinder, liebe Erwachsene, heute ist Nikolausabend da. Ja, es ist Nikolausabend. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Herr Jesus Christus, der uns den heiligen Nikolaus geschenkt hat, sei mit euch. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, ein ganz herzlicher Gruß aus unserer Pfarrkirche zu euch und zu Ihnen nach Hause. Ja, in der Corona-Pandemie ist vieles nicht möglich. Schon konnten wir den heiligen Martin nicht mit einem großen Umzug und einen vorherigen Gottesdienst hier in der Kirche feiern. Und auch am Wochenende ist es nicht möglich, wie all die Jahre, dass wir Heilige Messe feiern mit dem Besuch des heiligen Nikolaus. Es war immer ein sehr schöner Gottesdienst, in dem uns der heilige Nikolaus in der Gestalt von Herrn Bernhard Loch die Legende vorgetragen hat. Aber es soll nicht ganz ausfallen. Deshalb habe ich diese kleine Andacht jetzt aufgezeichnet, um euch, liebe Kinder, noch einmal die Gestalt des heiligen Nikolaus nahezubringen. Auch jetzt wird der Herr Loch sich als heiliger Nikolaus verkleidet haben, hier in die Kirche einziehen und euch die wunderbare Geschichte von diesem großen Heiligen, von diesem beliebten Heiligen erzählen. Aber es soll nicht nur bei dieser Geschichte bleiben, sondern vorher hören wir aus dem heiligen Evangelium die grundlegende Botschaft, auf der das große Wunder der Kornvermehrung beruht. Auch wollen wir miteinander beten und am Schluss den Segen empfangen. Zunächst grüßen wir unseren Herrn Jesus Christus, indem wir rufen: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Guter Gott, weil du uns so lieb hast, schickst du uns immer wieder Menschen, die uns helfen. Lass auch uns für andere zu hilfsbereiten Menschen werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Damals, vor 2000 Jahren, kam Jesus zum See Genezareth. Im Nu sprach es sich herum in allen Städten: Jesus ist wieder da. Da ließen die Leute alles liegen und stehen und machten sich auf, um Jesus zu sehen. Aber Jesus und seine Jünger waren ans andere Ufer gefahren, zu einem einsamen Berg. Als die Leute das hörten, zogen sie hinter ihm her, Hirten und Händler, Bauern und Bettler, auch Frauen und Kinder. Mindestens 5000 Menschen kamen zu Jesus. Als aber Jesus die Massen sah, allesamt hungrige Menschen, hungrig nach Leben, nach Liebe, nach Brot, da wandte sich Jesus an seinen Jünger Philippus und sagte: Sie haben Hunger. Was geben wir ihnen zu essen? Wo kaufen wir Brot?
Philippus sah Jesus groß an. In dieser verlassenen Gegend gab es doch nirgendwo Brot. Und außerdem, wer sollte das Brot bezahlen? Brot kaufen, sagte Philippus. Das ist unmöglich. 200 Silberstücke, ein ganzer Jahreslohn, reichen nicht aus, um Brot für so viele zu kaufen. Wie viele Brote habt ihr? Fragte Jesus die Jünger. Die sahen ihn verlegen an. Nichts, gar nichts hatten sie mit sich genommen. Auch die anderen Leute hatten kein Brot mitgebracht. Schließlich sagte Andreas: Es ist ein Junge hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Aber was soll's? Davon werden die Massen nicht satt. Doch Jesus befahl: Bringt mir das Brot und die Fische und sagt allen, sie sollen sich setzen. Da setzten sich alle ins Gras, nach Gruppen geordnet. Jesus aber nahm die 5 Brote und nahm auch die Fische, sagte Gott Dank, brach sie und gab sie dem Volk. Und alle nahmen von dem Brot und von dem Fisch und aßen sich satt. Es gab für alle genug. Danach, als alle satt waren, befahl Jesus den Jüngern: Nun sammelt, was übrig blieb, nichts soll verderben. Da sammelten die Jünger alle Brotbrocken auf, 12 Körbe voll. Als aber die Jünger sahen, was geschehen war, riefen sie begeistert: Das hat es noch nie gegeben. Dieser Mensch ist wirklich ganz besonders. Dieser Mensch, der kommt von Gott. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ich begrüße euch ganz herzlich hier in eurer schönen Pfarrkirche St. Katharina. Es war vor ca. 1700 Jahren, damals, als ich noch Bischof von Myra war, herrschte nach einem heißen Sommer ohne Regen eine große Hungersnot in meiner Bischofsstadt. Alle Menschen hatten Hunger. Am Abend konnten die Kinder vor lauter Hunger nicht einschlafen. Ihr Bauch tat ihnen weh. Sie riefen: Mutter, gib uns Brot. Aber die Mutter hatte kein Brot. Ich ging damals als Bischof am Abend durch die Straßen. Dabei hörte ich das Weinen der Kinder, sah durch die Fenster und spürte die Not der Menschen. Oh, wie gerne hätte ich geholfen. Jedoch, auch ich hatte kein Brot. Ich betete inständig
Tag für Tag zu Gott. Vater im Himmel, dein Sohn Jesus Christus hat uns gesagt, wir können uns immer an dich wenden, wenn wir in Not sind. Vater im Himmel, wir sind in großer Not. Wir haben Hunger, viel Hunger, besonders die Kinder. Lieber Gott, hilf uns, wir haben so großen Hunger. Und der liebe Gott half uns. Er ließ mich und die Bewohner von Myra nicht im Stich. Denn eines Tages musste im Hafen ein Schiff anlegen, weil die Wellen auf dem Meer so hoch waren, dass es nicht weiter segeln konnte. Und ihr glaubt es nicht, dieses Schiff war voll beladen mit Korn. Da wusste ich, dass Gott mein Beten erhört hatte. Ich entschloss mich, zum Hafen zu gehen und den Kapitän des Schiffes um Korn zu bitten. Als ich dem Kapitän auf das Schiff kam, sagte ich zu ihm: Lieber Kapitän, die Leute hier leiden ganz große Not. Bitte verkauf uns einen Teil deiner Ladung. Der Kapitän aber antwortete mir: Das darf ich nicht. Die Ladung ist für den Kaiser. Das Korn ist genau abgewogen. Der Kaiser bestraft mich, wenn ich die Ladung nicht vollständig abgebe. Darauf machte ich dem Kapitän klar, dass alle Leute sterben müssten, wenn er uns nicht helfen würde. Auch erzählte ich ihm die Geschichte von Jesus und den 5 Broten, die euch eben der Pastor im Evangelium vorgelesen hat. Und weil ich auf Gottes Hilfe vertraute, sagte ich weiter zu dem Kapitän: Hilf uns, gib uns von deiner Ladung, und ich verspreche dir, wenn du zum Kaiser kommst, wird kein Körnchen deiner Ladung fehlen. Und in Gedanken betete ich wieder zu Gott. Und Gott erhörte mein Beten, denn der Kapitän sagte: Gut, wenn kein Körnchen fehlt und das Schiff nicht leichter wird, dann dürfen die Matrosen Säcke mit Korn an Land tragen. Die Matrosen trugen viele hundert Säcke an Land. Das Schiff aber wurde nicht leichter. Die Matrosen gaben uns so viel Korn, dass es bis zur nächsten Ernte reichte. So konnten die Bewohner von Myra aus Korn Mehl mahlen und mit dem Mehl Brot backen. Sie hatten nun genug zu essen, die Hungersnot war vorbei. Und als die Soldaten zum Kaiser kamen, da fehlte kein Körnchen an der Ladung des Schiffes. Kinder, jetzt wollen wir das tun, was auch der heilige Nikolaus getan hat. Wir wollen beten. Lieber Gott, gib, dass wir zu allen Menschen gut sind. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Hilf uns, dass wir teilen mit allen, die in Not sind. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Hilf, dass wir traurigen Kindern Freude schenken. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Nimm unsere Toten in den Himmel auf. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Ja, lieber Gott, hilf uns, dass wir ähnlich gut werden, wie der heilige Nikolaus es war. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. So wollen wir jetzt miteinander so beten, wie Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Guter Gott, heute sind wir deiner Liebe durch den heiligen Nikolaus ein Stück näher gekommen. Wir danken dir dafür. Hilf uns, dass wir diese deine Liebe anderen Menschen weitergehen, wie es der heilige Nikolaus getan hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Auf die Fürsprache des heiligen Nikolaus segne und beschütze euch der liebende Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen. So, liebe Kinder, jetzt wünsche ich euch und den Erwachsenen noch schöne verbleibende Adventstage. Einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine gute Nacht.